uns in Führung. Robert Wojnikowski, hoch konzentriert, ganz alleine, fast hinten an der Eckfahne. Da ist er ganz in sich gekehrt. Ja, konzentriert sich nochmal, während hier die Fans ja wirklich das Stadion zum Beben bringen. Und jetzt sind wir gespannt. Steffen Haas, der steht ganz allein vorne. Weidenfeller, der kommt jetzt natürlich auch mit. Und die beiden Schiris. Und Haas, das sieht wohl so aus, als ob er der erste Schütze sein wird. Wir werden, das will ich kurz sagen, nicht die Spielstände jetzt eingeben in die Anzeigetafel. Wir werden das einfach jetzt durchkommentieren. Das ist jetzt zu aufregend. Also Steffen Haas, der erste Schütze gegen Robert Wojnikowski. Gegen Weidenfeller. Ich bin auch schon ganz durcheinander. Warum nicht? Wir sind hier, wo wir sein wollten. Unten alle umarmen sich, alle Betreuer, Trainer, Ersatzspieler stehen da. Die Elf auf dem Platz stehen im Mittelkreis mit den Dortmundern auch. Und Steffen Haas ist der erste Mutige gegen Roman Weidenfeller. Ja, der macht jetzt wieder, geht ins Tor, dreht sich. Das sind 3-4 Meter Anlauf von Steffen Haas. Jetzt nimmt der Anlauf, Steffen Haas schießt und gehalten von Weidenfeller. Ja, gehalten. Du liebe Zeit. Gehalten. So, und jetzt kommt der BVB und Robert Wojnikowski. Der wird jetzt sicherlich seine Anfeuerungsrufe noch bekommen. Nuri Sahin wird schießen. Nuri Sahin ist der erste Schütze von Borussia Dortmund. Legt sich den Ball in den letzten, hat er verschossen in der Bundesliga. Vielleicht haben wir Glück. Robert Wojnikowski ist konzentriert. Sahin läuft an. Einmal dran, aber er geht rein. 0:1. Wolle war dran, ja, aber es steht 1:0 für den BVB. Und jetzt kommt Nicolas Feldhahn gegen Weidenfeller. Ja, alle stehen sie jetzt hier mit Decken im Mittelkreis und Nicolas Feldhahn, er legt sich den Ball noch einmal zurecht. Schaut nochmal, rechts und links. Weidenfeller turnt da weit außerhalb seiner Torlinie zurück jetzt. Nicolas Feldhahn im Anlauf, schießt und Tor! Tor! Also 1:1. Und da reckt er die Faust in die Höhe. Und jetzt feuert auch Robert Wojnikowski nochmal an. Sagt Wolle, du machst das schon. Lukas Barrios kommt. Lukas Barrios, er kommt. Robert Wojnikowski geht ins Tor. Er hat dieser Mätzchen nicht nötig. Und jetzt gucken wir, was ist die Körpersprache. Sie ist eigentlich eine sichere von Lukas Barrios. Das sieht eigentlich sehr cool aus, was er da macht. Aber Wolle sieht auch cool aus. Das ist ein weiter Anlauf von Barrios. Was macht er? Er läuft an, er schießt. Gehalten! Wolle hält! Wolle hält! Jawohl! Wojnikowski hält den Ball! Robert Wojnikowski taucht in diesen hart geschossenen Ball in seine rechte untere Ecke und faustet ihn übers Tor. Alles ist wieder möglich. Der OFC hat alle Möglichkeiten, den haushohen Favoriten jetzt zu schlagen. Gut, Kobilas, der muss sich mit den Mätzchen von Weidenfeller hier auseinandersetzen. Der macht ein Kasperle-Theater. Aber Kobilas, der wird die Ruhe haben. Der legt sich das Bällchen zurecht. Da scheint es noch Unebenheiten zu geben. Jetzt bekreuzigt er sich. Also Marco Kobilas, jetzt läuft an. Er schießt und Tor! 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 2:1 führt Kickers Offenbach gegen Borussia Dortmund. Noch Fragen? Und jetzt liegt der Druck auf den Dortmunder. Ich muss gucken, wer das ist. Schauen wir mal, ich sehe noch keine Rückennummer. Es könnte Kevin Großkreuz sein. Ich glaube, es ist Kevin Großkreuz. Und der ist normalerweise ein cooler Junge. Gucken wir. Nein, es ist die 13. Es ist Lütterleck, Damien Lütterleck. Und Wolle, komm Wolle, packt ihr diesen Ball von Lütterleck. Von Damien Lütterleck ein bisschen verzagt wirkt er. Er läuft an. Drin. Sicher hat er ihn getäuscht, den Robert Wojnikowski. Ja, und jetzt kommt der OFC. Wir schauen, wer der nächste Schütze sein wird. Und trifft er, dann geht der OFC weiterhin in Führung. 2:2 steht's. Und Thomas Rathgeber schickt sich an. Und das sollte mich doch sehr wundern, wenn der nicht treffen wird. Der weiß, wo es dort steht. Mir fliegt die Halsschlagader gleich weg. Ich bin nervös wie Sau. Meine Fresse. Und wenn der Lars mir jetzt erzählt, dass er cool ist. Und wieder steht Weidenfeller da vorne, macht Kasperle Theater. Was ist denn das für ein Hampelmann, Mensch? Aber jetzt muss er es in seinen Kasten. Und da wird ihm, ja, der Ratgeber das Ding reinhauen. Und jetzt läuft er an. Oh, also, Freunde,
3:2 für Kickers Offenbach. Donnerschlag hier aber auch. Und schon wieder legt der Druck auf den Dortmunder. Und jetzt gucken wir mal, wer das ist. Ich sehe noch keine Rückennummer. Doch, das ist Lewandowski. Er ist ein polnischer Torjäger. Also auch er weiß eigentlich, wo das Tor steht. Aber die besten Spieler der Welt haben schon 11 Meter verschossen. Warum sollte das nicht auch Lewandowski machen? Und Wulnikowski, der zweite Ski, der steht da. Das sind 5-6 Meter Anlauf. Er nimmt Anlauf. Wulle ist konzentriert. Wulle! 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 Diesen Ball! Wir führen! Führt 3:2 und wenn jetzt, wenn der drin ist, sind wir durch. Mensch trifft, dann ist doch, weil die zwei geschossen haben. Wenn jetzt Mensch trifft, wenn der trifft, Freunde, dann ist es passiert. Der OFC, er wäre mindestens 500.000 Euro reicher und vor allen Dingen, er wäre in Pokalrunde Nummer 3. Sehat Mehic, machet. Er legt sich das Bällchen hin. Er schaut nochmal, dreht mit dem Fuß auf. Jetzt geht er zurück bis zur 16er Linie. Nimmt weiten Anlauf, konzentriert. Geht er, schießt er. Tor! Tor! Was hier los ist! Alle rennen wie bekloppt auf Sehat Mehic. Eine Menschentraube. Weidenfeller, dir gönn ich das. Deine Mätzchen sind bestraft worden. Hier werden Mätzchen immer bestraft. Ja, die Dortmunder Vollidioten machen jetzt ein, ja, ein Rauch hinten und eine Leuchtrakete. Ja. Aber das eigentliche Feuerwerk, das hat Kickers Offenbach abgefahren. Kickers Offenbach zieht zurecht in die dritte Runde ein. Wir sind mindestens 500.000 Euro reicher. Und alles steht hier Kopf. Der kommende deutsche Meister, er ist geschlagen. Wir haben sie aus dem Pokal gekickt. Sie haben sich blamiert, auf die Knochen blamiert. Beim Drittligisten. Und das zum zweiten Mal in Folge. Und lieber Roman Weidenfeller, deine Mätzchen sind an Unsportlichkeit nicht zu überbieten. Dir alleine gönne ich das, dass du beim nächsten Pokalspieltag irgendwo in Lüdenscheid ein Testspiel machst. So, Freunde der Nacht, das ist das Stichwort. Die Nacht ist in rot-weißer Hand. Und der Berg, dass er das nochmal erleben darf, vor seinem Umbau. Es ist unglaubliche Szenen hier auf der Haupttribüne. Man fällt sich in die Arme. Wildfremde Menschen verstehen die Welt nicht mehr. Und sie sind eins. Die Dortmunder am Boden. Sie gehen in die Fankurve. Nein, sie bleiben stehen an der 16er Linie. Sie gehen gar nicht bis dorthin. Das interessiert keine unsere Jungs feiern lassen. Schildert das, ich krieg kein Ton. Unsere Jungs stehen jetzt im ein großer Kreis, Robert Wulnikowski in der Mitte und da hüpfen sie und da tanzen sie im Strafraum und jetzt ist die Party perfekt. Ich bin am Ende meiner Kräfte angelangt, der Lutz genauso, aber das wird die rot-weiße Nacht. Wir bleiben noch einen Moment hier, Lars. Wir holen einfach abwechselnd Luft. Da unten ist Party. Mit gesenkten Häuptern schleichen die Dortmunder vom Platz. Sie haben es versäumt, aus ihren 4-5 Riesenchancen ein Tor zu machen, weil der überragende, der alle überragende Robert Wulnikowski uns schon im Spiel mit riesigen Paraden im Spiel gehalten hat. So, und jetzt ist die Waldemar-Klein-Tribüne vor dem Einsturz, denn da hüpft und tanzt alles. Unglaubliche Szenen. Block 1, 2 und 3. Wie ein Mann stehen sie da, hüpfen sie da. Und die Dortmunder, hi-ha-ho, sie sind Co. Das sind sie auch, ja. Ich denke, die sind gelaufen. Ja, und es bleibt eine Serie. Jürgen Klopp hat noch nie auf dem Biberberg gewonnen. Nein, warum sollte er auch? Und Dortmund hat vor allen Dingen hier noch nie gewonnen. Das ist wirklich so. Die haben in 5 Spielen, die sie hier gemacht haben, 4-mal verloren, 1 unentschieden. Und Wolfgang Pötti-Pötke, der läuft da unten, tanzt wie ein Samba-Bär auf Wolfgang Wolf zu. Die umarmen sich alle da. Das ist eine Riesenparty in Rot-Weiß, die wir heute haben. Das ist so geil. Das ist so klasse. Das ist unbeschreiblich schön. Meine Güte, kein Mensch
Kein Mensch geht hier vorher. Ich werde 3-4 Tage heiser sein, aber das hat sich gelohnt.